Ja, hallo, ich habe was gebastelt und zwar könnt ihr das auch mit benutzen, also entweder einfach nur aufrufen oder selber weiter verwursteln auf eurer Homepage und zwar wegen der UTC-Zeit, ne, wegen dieser Weltzeit, dachte ich, ich mache mal so ein kleines Skript, dann ist man immer im Klaren, worum es da geht, wie die UTC-Zeit gerade ist. Und so sieht das halt aus da oben. Oder ich rufe es mal auf, dann können wir das gleich ausprobieren. Hier oben kann man also einen Ort aussuchen. Dann wird die UTC-Zeit hier groß angezeigt. Dann haben wir hier die Ortszeit. Das ist in diesem Fall eine Stunde Unterschied für Deutschland. Und das Datum für den Ort aus der Auswahlliste. Ne? Dann haben wir hier noch den Link zu Shortwave Info. Wenn ihr jetzt also Frequenzen auf Kurzwelle sucht, ne, dann könnt ihr hier euer Band aussuchen oder ihr, ne, hier euer Frequenzband oder ihr könnt hier auch die Frequenz direkt eingeben oder ihr könnt auch nach Radiosendern suchen. Ich habe es jetzt ein bisschen größer eingestellt, damit ihr das besser sehen könnt. In Wirklichkeit ist das nämlich so etwas kleiner, aber dann kann man das so schlecht lesen, finde ich. Und wenn man jetzt STRG, ne, oder Control, also Steuerung, und das Pluszeichen drückt, dann wird es halt größer. Oder ihr könnt auch sagen, Any Station, also irgendeine Station, aber die soll dann auf Deutsch sein. German müsst ihr dann wählen. German. Dann hier bei Now muss ein Häkchen sein, also die aktuelle Zeit. Go. Wichtig ist, dass dieser grüne Punkt hier, der ist normalerweise, wenn er nicht ausgewählt ist, irgendwo da unten. Schwarz ist der dann, glaube ich, auch. Und den muss man am Anfang mal so hochschieben mit der Maus, ungefähr so nach Deutschland, wo man meint zu wohnen. Das ist nicht so ganz leicht einzustellen. Also hundertprozentig genau wird das auf gar keinen Fall, aber. Weil sonst kann man die Entfernung hier nicht darstellen, nicht? Also wenn ich hier mit der Maus drauf gehe, dann steht da ja Distance. Und das geht nur, wenn dieser grüne Punkt an der richtigen Stelle ist, halt, ne? Wo man halt wohnt, ne? Oder wo man sich gerade befindet, sagen wir mal. Kann ja sein, dass ihr irgendwie unterwegs seid oder so. Dann habt ihr hier schön die Entfernung. So, das ist also Shortwave Info. Und dann habe ich hier noch dieses Tool von hamqsl.com eingeblendet. Wer das nicht möchte, kann das auch wieder entfernen. Das zeige ich euch gleich, wie man das macht. Aber es ist ganz praktisch. Da sieht man halt die aktuellen Empfangsbedingungen hier für Kurzwelle, sogar für die verschiedenen Bänder. Nur zur Erinnerung, wenn ihr nicht wisst, was mit den Bändern gemeint ist, das ist also die Wellenlänge. Und wenn ihr jetzt einfach, müsst ihr einfach nur, wenn ihr das könnt ihr euch selber ausrechnen. Also wenn ihr jetzt habt, sagen wir mal, ach nee, wissenschaftlich brauchen wir ja nicht, in dem Fall Standard reicht. Wenn ihr jetzt habt, sagen wir mal, 80 Meter Band steht hier, ne? Dann müsst ihr nur 300 rechnen, geteilt durch 80 und dann habt ihr die Frequenz in Megahertz. Ne? Das sind also 3,75 Megahertz oder 3750 Kilohertz. Ne? Oder wir können noch ein anderes Beispiel nehmen hier. 17 Meter zum Beispiel. 300 geteilt durch 17. Gleich. Ah, da kommt was Krummes raus. Also 17,64
Megahertz, also das wären dann 17.640 und ein paar zerquetschte Kilohertz. Nur so, das ist ja nur so eine Einordnung, ne, mit den Bändern. Aber dann weiß man, worum es geht, um welche Frequenzen es überhaupt geht, ne. Dann ist hier noch was für VHF, also Very High Frequency, also oberhalb von 30 Megahertz und dann, also bis 300 Megahertz ist das dann, glaube ich, ne? Und dann kommt UHF. So, und dann hier, das ist ein Link zu meiner Webseite, damit man auch weiß, wer das gemacht hat. Und ja, grundsätzlich kann man hier aus einer Liste von 24 Orten einen aussuchen, wo man die Ortszeit wissen möchte. UTC bleibt natürlich immer gleich, das ist klar, sonst wäre es ja keine Weltzeit, ne? Hier Mexiko, ne, dann haben wir jetzt automatisch die Ortszeit ist jetzt eine andere. Das Datum ist noch gleich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Ort auswähle, Südkorea, die sind ja 9 Stunden voraus, ne? Dann haben wir auf einmal einen Tag weiter schon. Da ist ja schon 3 Uhr morgens. Ja. Das wird also hier gleich richtig dargestellt. Standardeinstellung, wenn ihr das Skript aufruft, ist immer Berlin, Deutschland. Da sind wir jetzt einen Tag noch zurück. Ortszahl. Ja, in London ist jetzt halt, da ist ja null, ne? Da ist ja also UTC und Ortszeit identisch, ne? So, das ist also das Skript, so sieht es aus. Und jetzt ist das so, dass ihr das hier aufrufen könnt. Ich habe es auch noch beim Radio Signal Explorer eingefügt. Und das hier ist der Code, den könnt ihr einfach markieren und dann rauskopieren oder ihr könnt auch nur Teile verwenden, ne? Es wäre nett, wenn ihr den Verweis zum Urheber drin lasst. Ansonsten könnt ihr das einfach rauskopieren, in den Texteditor einfügen und da müsst ihr aber darauf achten, dass ihr auf UTF-8 eingestellt habt. Ne? Normalerweise steht, ist es als ANSI kodiert, aber UTF-8 wäre besser. Sonst werden einige Buchstaben falsch dargestellt. Ne? Das kann man bei den Texteditoren, also eben nicht Word oder so nehmen, ne? Sondern hier einfach einen normalen Texteditor. Dann UTF-8 und dann diesen Code einfügen. Ja, und dann einfach die Datei speichern hier als Weltzeit HTML zum Beispiel, nicht? Also die Endung ist wichtig. Vor dem Punkt könnt ihr es nennen, wie ihr wollt. Weltzeit.html. Und dann könnt ihr das entweder lokal von eurem Rechner einfach durch einen Doppelklick aufrufen oder ihr könnt es auf euren Server hochladen und von dort aufrufen, ne? Oder ihr könnt auch nur Teile des Codes verwenden und dann in eure Website integrieren irgendwo. Ja, könnt ihr auch machen. Ja, ich habe es dann ansonsten noch bei Radio Signal Explorer. Da ist es auch noch zu finden. Hier bei Funk. Radio Signal Explorer. Und da habt ihr hier schon, hier UTC Weltzeit steht hier, da einfach draufklicken. Und dann seid ihr hier, da habt ihr den Link und dann wird es da aufgerufen. So, gehe ich nochmal zurück. Ja, das andere ist hier unten bei Webdesign, ne? Webdesign und dann das unterste Weltzeit. Ja, ihr könnt also auch, ach so, ich habe euch hier noch ein paar andere Sachen bereitgestellt. Also zum einen geht es um dieses
um dieses Skript hier, da könnt ihr auch ein anderes einfügen, wenn ihr Lust habt, ne? Es gibt hier diese Seite hamqsl.com und da werden ganz viele Skripte kostenlos zur Verfügung gestellt, die man aber nur einbinden kann. Also die werden nicht, die zeigen den Code nicht. Man kann die aber einbinden, dann werden die angezeigt. Gibt es ganz viele verschiedene hier, auch mit einer Sonne. Das hier ist auch nicht schlecht, ist aber breiter. Das könnt ihr auch einbinden, dann müsst ihr halt nur beim Code. Wo ist denn mein Code? Hier bei Container, da müsst ihr dann die Breite, bei Max Width, da müsst ihr dann die Breite ändern, ne? Könnt ihr ja aus statt 460 vielleicht 600 oder so, was da nötig ist, damit das da reinpasst. Ihr könnt auch die Farben ändern übrigens, ne? Deswegen, das hatte ich auch ein Tool. Hier Background Color, das ist die Hintergrundfarbe. Das ist so ein Blau. Und das könnt ihr auch ändern. Das ist angegeben als Hexadezimalwert. Hier dieses komische Ding hier. Und das könnt ihr, da gibt es so eine Seite. Hier, das ist sogar offiziell hier von W3 Schools. So, das nennt sich Color Picker, also ein Farbwähler. Heißt das, mehr heißt das nicht. Und dann könnt ihr hier einfach hier draufklicken, hier grün, wenn ihr grün mögt, und dann hier auswählen rechts und dann habt ihr hier die Farbe. Dann habt ihr hier, dann seht ihr, wie das aussieht mit schwarzem Text, mit weißem Text. Und das hier ist der Hexadezimalcode hier, ne? Den rauskopieren, also mit Steuerung C auf der Tastatur, ne? STRG und C, dann ist das kopiert und dann hier entsprechend reinkopieren und dann habt ihr halt eine andere Hintergrundfarbe. Ihr könnt auch den Rand, die Randfarbe könnt ihr auch ändern. Ihr könnt auch hier die Breite ändern, wenn ihr statt 4px könnt ihr auch 2, dann ist es nur so ganz dünn. Oder 0, dann ist gar kein Rand. Also hier kann man ganz viel ändern, ne? Könnt ihr dann so, wie ihr das am besten findet. So, ja, habe ich noch was vergessen? Ja, hier gibt es halt noch verschiedene, eine Fülle von verschiedenen Sachen, die ihr da einbinden könntet. Aber ich finde dieses hier, wo ist es denn eigentlich? Dieses hier, das habe ich jetzt genommen, ne? Das ist hat halt die wichtigsten Informationen und lässt sich auch gut ablesen. Aber das könnt ihr halt frei entscheiden. Ja, das war es eigentlich schon, ne? Das wollte ich euch nur zeigen. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Skript. Und bleibt schön gesund, wie immer. Viel Erfolg bei all euren Unternehmungen und Experimenten. Und bis zum nächsten Mal.